Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Slumdog Millionär von Kurdo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album und der Tracklist sowie natürlich auch die Links zum Album findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Slumdog Millionär von Kurdo, das Ganze im Januar 2014 erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Album aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl! Es ist das Debütalbum von Kurdo, das Ganze über Beef House erschienen. Wir haben hier ein Super Jewel Case auf dem Cover in schwarz-rot hier der Künstler abgebildet. Oben links noch das Logo und der Schriftzug von Beef House. Und dann lesen wir hier Slumdog Millionär Kurdo. Auf der Seite ist das Ganze hier in, ja man kann es schwer lesen, rot und schwarz beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Zwei CDs haben wir hier, 15 Tracks auf der A oder auf der ersten CD und 5 auf der zweiten CD. Wir haben Features mit dabei auf der Bonus-CD, nämlich von Casey Rebel, Nasa, Mosh 36, Echo Fresh und Contra K. Auf CD 1 gibt es, soweit ich erkennen kann, keine Features. Infos, Barcode. Und dann schauen wir mal rein. So, erstmal ins Booklet natürlich. Also, Cover kennen wir. Einzelne Bilder schwarz-weiß und der Albumtitel. So geht's hier weiter. Also, hier wird uns quasi das Slum gezeigt. Dann haben wir die Songs mit den Produzenten bzw. den Features. Es gibt Features auch auf CD1. Nein, Beat steht hier, nicht Feature. Beat, alles klar. So, Schwarz-Weiß-Fotos, weitere Tracks. Also hier haben wir jetzt doch ein Feature von Nico Nuevo, das einzige auf der CD1. So, und dann haben wir hier dann CD2 mit den Tracks, wo jeder Track ein Feature beinhaltet. Gut, zum Abschluss noch schwarz-weiße Fotos weiterhin und Beef House Logo. Einmal das erste Bild hier in Farbe und dann haben wir hier noch eine Danksagung und weitere Album-Credits. Gut, das soweit dazu. Dann packen wir das Booklet wieder zurück und kommen zu den beiden CDs. Einmal CD1, die kommt hier in schwarz, wieder mit diesem dunkelroten Aufdruck. Und dahinter haben wir dann CD2. Wenn wir hier umklappen, dann haben wir hier die in rot-schwarz, also genau umgedreht, plus nochmal hier das Beef House Logo. Gut, das war's soweit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kurdo und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.